Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Ultra Sonne, meine lieben Freunde. Wir sind immer noch auf der Route 11. Tipps für Trainer. Meine Zit-Attacken erhöhen ein oder mehr Schaden für deines Pokémon, wenn es von Z-Kraft umgeben ist. Oh, hi. Oh ja, ich bin nicht zu einem Kampf. Ich lehne ab. Nee, komm, mach mal. Meister, leih mir deine Kraft für diesen Kampf. Ich glaube, mein Sandburg ist sowas am Sterben. So jämmerlich krepieren. Aber auf jeden Fall hallo und herzlich willkommen zu Pokémon Ultra Sonne. Ich glaube, ich habe rausgefunden, wo Heinrich Eich ist. Und zwar befindet er sich wohl am anderen Ende des Big Wave Beach. Was bedeutet in Kantai City oder besser gesagt am Strand von Kantai City. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber sobald ich die Route erkundet habe, werde ich einfach mal einen Schritt zurückgehen und werden wir das da mal anschauen. Von daher, ja, und ja, ich glaube, ein Wechsel ist das absolut Richtige, was ich jetzt tun sollte, damit ich zumindest ein paar EP hier bekomme. Und ich meine, das zieht sich das alles noch ein bisschen mehr. Und ich hoffe, dass ich sehr, sehr schnell zum Mount Lanakila komme. Einfach damit ich dann endlich die Möglichkeit habe, mit Herzschuppe meinem Starmie Genesung beizubringen. Gerade wegen solchen Sachen. Und ich könnte das allgemein wirklich gebrauchen. Ich glaube, tatsächlich der Attackenerinnerer kommt so spät wie noch nie. Also ich glaube, dass das schon bei... mein gut. Meister. Ich meine, müsst ihr mal tatsächlich nachschauen, aber normalerweise kommt er wesentlich früher. Eben damit man auch sich früher bessere Attacken holen kann. Meister, ich habe versagt. Du hast so... Ich verstehe. Bemerkenswert. Mein Meister möchte dir in Anerkennung deine Fähigkeiten eine seiner Attacken weitergeben. Bitte nimm dies an dich, daran steckt die Kraft meines Meisters. Dankeschön. Es handelt sich um die TM66 Gegenstoß. Agitter Gegner zuerst, fügst du mit dieser Attacke den doppelten Schaden zu. Ein klarer Vorteil für Pokémon mit niedriger Initiative. Nun denn zurück ans Training. Ja, die Wirkung der Rotokopf ist abgeklungen, was? Darf ich vorstellen, mein Lehrmeister Costurso. Er ist ein wahrer Meister sei einer wilden Form der Kampfkunst, die ausschließlich unter Pokémon weitergegeben wird. Nennt sich der Weg der Pokémon. Turso! Um meine Ausbildung willen trat der Meister diesmal als mein Pokémon auf. Aber lass sie nicht täuschen. Kommt man ihm unachtsam zu nahe, hackt er selbst das kräftigste Muskelpaket in zwei. Nun ist es aber ein Battalium Z, als du die große Prüfung von Inselkönig Haller bestanden. Haller und mein Meister sind seit jeher Rivalen. Vor langer Zeit kämpften sie eine ganze Woche lang ohne zu schlafen, bis der Kampf letztendlich unentschieden abgebrochen wurde. What? Meister. Costurso! Haller hat also Costursos unglaublichen Krallen, die selbst ein Muskelpaket in zwei hauen könnten, widerstanden. Wow, der Typ muss echt. Oh, der Typ muss echt overpowered sein. Aber ein bisschen wundern tut es mich schon, muss ich sagen, dass Costurso hier als Kampfmeister irgendwie eingeführt wird. Weil so wie ich Costurso eigentlich bisher verstanden habe, war er kein Pokémon, was unbedingt gut im Kämpfen war, sondern mehr oder weniger zufällig in diese Rolle geriet. Weil es zwar enorm kräftig ist, aber eigentlich ein total verschmustes Pokémon ist, was gerne Leute umarmt. Aber immer wenn es sie umarmt, sie aus Versehen umbringt, weil es so einen harten, Griff praktisch hat. Und die Leute so fest an sich randrückt. Das ist das, was ich bisher verstanden habe, aber dass es jetzt irgendwie so ein Kampfkunstexperte ist, das ist mir sehr, sehr neu, muss ich sagen. Pitch! Mein Wille versetzt Berge. Das finde ich wirklich cool von dir. Bleib mal weiter dabei. Und genau, wir werden jetzt gleich, wie gesagt, nochmal eine Cutscene haben. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich schon das Ganze abbrechen und weitergehen soll. Weil ich hatte ja tatsächlich... wie gesagt, überlegt, dass ich hier dann eine kleine Abkürzung dahingehend mache. Aber mal schauen. Also beziehungsweise, dass ich wieder abbreche und dann erstmal zurückgehe. Ey, das sind solche Power... oder Power-Viecher, die hier sind. Ja, da bräuchte ich jetzt echt Stella. Aber Stella ist enorm ange... Okay, Moment, machen wir so. Ich halte sie erstmal auf.
Und dann verfehlt den Wechsel. Also wir haben einige gesagt, dass das Spiel hier... Nein! Nein! Ich hab den Falschen gedrückt! Nein! Dass das Spiel ja deutlich schwieriger wird und... Ja, hier weiß ich, was sie meinten. Das ist, es ist schon happig teilweise. So. Das hat jetzt erstmal seine Kräfte halbiert. Ich halt trotzdem mal. Weil... keine Ahnung. Schauen wir mal. Ja, genau sowas hätte ich erwartet. Deswegen dachte ich, mit der überlegt wahrscheinlich nicht lange. Einfach nur seine Existenz vernichtet mit diesem Abschlag. Gut, das kann ich zumindest hier ein bisschen was hoffentlich ausrichten. Komm raus. Wir brauchen dich hier. Wir brauchen dich hier wirklich. So, genau, Psychokinese, das sollte dann hoffentlich hinhauen. Weil... So. Puh. Okay. Ich bin ja echt gespannt. Also, ich weiß jetzt nicht, was mich da gerade erwartet. Ich glaube, es ist nur ein Dialog. Von daher werde ich einfach mal... Werde ich mir vermutlich dahin bewegen. Wirklich! Diesen Einschritt! Oh, so langsam glaube ich, ich muss meinen Sand-Pokémon wirklich offscreen trainieren. Das funktioniert einfach nicht. Der stirbt durch alles. Und eigentlich sollte ja mein defensives Pokémon sein, weil es das Ganze umso schockierender eigentlich für mich macht. Ach du Schande. So, aber gut, wenn ich dann das, was auch immer hier kommt, hinter mir habe, kann ich endlich was aufgreifen, was ich ja schon längere Zeit eigentlich wieder aufgreifen wollte, aber bisher aufgrund der äußeren Umstände nicht zu kam. Ich hoffe, das haut jetzt gleich hin. Weil das ist schon wichtig, dass wir, glaube ich, das darüber reden. Das hat mit dem alten Kommentar zu tun, den ich einfach mal aufgreifen will. Hä? Alola, junger Trainer auf Inselwanderschaft. Lass mich mal sehen, wie viel Z-Kristalle du bereits besitzt. Ja? Ah, dieser strahlenleuchtende Gelb. Das ist dieses strahlenleuchtende Gelb. Das muss ein Voltium-Z sein. Hallo, du läufst nicht die Barriere für dich. Vor dir liegt eine Prüfung mit Pokémon vom Typ Geist. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, das ist, wie gesagt, in dieser Fälle, wo wir die Route 11 theoretisch schon davor hatten erkunden können. Aber da, und schön, dass das Spiel uns die Freiheit gegeben hat. Klar sind die Pokémon stärker als sonst, aber ich meine, da denkt man sich dann halt, okay, gut, dann sind sie halt stärker, whatever. Musst halt mehr trainieren. Jetzt war das Schild, drückst du im Bericht eines Pokémon den Y-Klopfer schon in Diagramm, das differiert, wie stark seine Basiswerte ausgeprägt sind. Dieser Tipp wird präsentiert von Captain Chris, der oft mit Fragen zu diesem Thema gelöchert wird. Ja, das kenne ich, wenn man in die Kommentare fünfmal die gleichen Fragen stellt. Inselwanderschaftsschild. Drückst du im Bericht an das Pokémon der Y-Klopfer, scheint ein Diagramm, das differiert, wie stark seine Basiswerte ausgeprägt sind. Dieser Tipp wird präsentiert von Captain Chris, der oft mit Fragen zu diesem Thema gelöchert wird. Das musst du nicht jedes Mal dazu schreiben, ich habe es kapiert. So, genau, hier komme ich nämlich nicht weiter. Dazu benötigen wir ein spezielles... Hey, Jesse! Ein spezielles Pokémon. Die Conveniently genau am richtigen Ort steht. Ein Glück, dass ich dich gefunden habe. Ich hatte schon nach dir gesucht. Ulla Ulla, bereichst man am besten auf dem Rücken von Pampros. Du hast mir auf der Kalasere geholfen. Als Dankeschön würde ich dir gerne Pampros über den Portmobilfunk zur Verfügung stellen. Ich freue mich schon, dass ich ihn genau dann bekomme, wenn ich direkt vor dem Ort stehe, wo ich ihn brauche. Komm schon, doch keine falsche Bescheidenheit. Hier. Und Pampros kann nur bei Pokémobilfunk herbeigerufen werden. Das hatte ich eigentlich gleich bei unserer Bete um Alia City machen sollen. Aber Lillys strahlende Schönheit hat mich geblendet. Ich habe es einfach verschwitzt. What? Okay. Nun ist offiziell jemand weiterem dem Lilly Stalker Waifu Club beigetreten. Yay? Ich hoffe, du denkst jetzt nicht, ich hätte absichtlich gewartet, bis du ohne Pampros nicht mehr weiterkommst. Sag mal, bist du eigentlich schon dem Ultraforschungsteam begegnet? Jupp, sogar mehrmals. Alle Menschen da sind sie hier, um ein Problem auf den Grund zu geben, das schwer auf ihnen lastet. Doch zum Glück ist ja auch die hilfsbereiten Menschen und Pokémon hier in Alola Verlass. Der nächsten Brunnenstätte kommst du übrigens, wenn du immer geradeaus und dann weiter zum Dorf der Kapu gehst. Wünsche dir schon mal viel Glück! Das war, doch, der Capo wird dann ziemlich cool. Da freue ich mich schon drauf, aber gut, dann haben wir das jetzt soweit geklärt.
Komm, ist hier noch irgendwas? Nee, okay, dann geht's jetzt direkt los. Ich mache nur ganz kurz erstmal. Ich habe noch einen freien Raum. Das heißt, ich leg mal nach unten. Ich werde zwar nicht ihn allzu lange da belassen, weil Pampros im Moment der ist. Wobei, nee, wobei, stimmt nicht. Er ist Tauros, den, auf den ich am besten verzichten kann. Okay, schauen wir da mal. Aber genau, hier der Kantai-Strand. Also, gib mich erstmal zum Pokémon Center und dann zum Kantai-Strand. Das sollte dann in einem Rutsch gehen. Aber ja, also, ich denke, jetzt ist tatsächlich confirmed, dass es einen richtigen Lily-Fanclub gibt. Ich hatte das nicht mehr im Kopf. Wenn sie das in Pokémon-Mode gesagt hat, dann ist das komplett an mir vorübergegangen. Oder ich hab's da was gemerkt und ich erinnere mich nun einfach wirklich nicht mehr dran. Das kann ich dann so genau nicht sagen. So, ich glaube, das kann man kurz laufen. Das ist ja jetzt kein riesiger Weg. In dem Sinne. Ja, wobei. Moment. Nee, Moment. Ich muss den Weg hier lernen. Ich muss mich langsam daran gewöhnen, dass ich hier herumlaufen muss. Von daher, probier mal das. Genau, einfach auf die Karte schauen. Dann bin ich... Hier und da ist der Strand. Okay, wunderbar. Und wie gesagt, dort sollte er sich wohl befinden. Also hat er die Strandseite gewechselt. Fies, wie er ist. So. Liege ich richtig? Oh, yes! Oh, Jess, ich hätte dich schon erwartet. Du hast 51 Herrschersticker gesammelt. Im versprochenen Bereich steht ab 20 Herrschersticker deinen Mango Spector, das so groß ist wie ein Herrscher-Pokémon. Ja, jetzt stelle ich mir vor, wie er mit Dollar Schwamp überreicht. Ich, Okay. Hey, sorry, ich, komm gerade aus dem Lachen nicht mehr raus, deswegen. Hey, 10% von Mele, yes! Dieses Pokémon lebte ursprünglich nicht in Alola und wurde vor langer Zeit eingeführt, als eine Überpopulation von Radfratz in der Region ab. Ich hab's euch gesagt, Leute, ich hab's euch gesagt, das ist die Story von dem Ding. So. Und da gibt es natürlich... Oh, er ist weiblich. Ja gut, dann ist ja klar, wie wir ihn nennen. Und zwar, Ivanka Schwamp. Wo aus irgendwelchen Gründen die Mädchen ein riesiges Ding aus ihr gemacht haben, als hätte sie die Präsidentschaftswahl gewonnen. So, genau, wurden in der Box geschickt. Frag mich, ob das Geschlecht zufällig ist. Keine Ahnung an der Stelle. Die Captains und Prüfungshelfer geben sich große Mühe, Kreuzungquellen und Sticker anzubringen. Das kommt natürlich irgendwie auch deiner Inselwanderschaft zugute. Denn indem du die Sticker ausschmissst, abziehst und sammelst, kommst du ganz schön in der Lola rum. Yo. Oh, du hast 51 Herrschersticker gesammelt. Die verschwunden im Reich dir ab 40 Herrschersticker dein Knocker. Das ist so groß wie ein Herrscher-Pokémon. Das hast du mir versprochen, wirklich? Ich sollte vielleicht eben mal nach diesem Part ein bisschen Backtracking machen, um einfach mal die ganzen Sticker aufzuspüren, die mir noch fehlen. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht, weil ich glaube, ich müsste eigentlich schon mit allen, die ich übersehen habe, die Möglichkeit haben, mir in dem Fall der 6... Moment, Knocker? Ich überlege gerade. Die vielfältige Flora der Alola-Region ist ein gefährliches Terrain für Knogger. Alola-Knogger kämpft deshalb mit Feuer, um zu überleben. Aber warum nicht? Warum gibt es da keine Alola Tragosso? Das verstehe ich daran nicht. Aber gut. So, da er lonely ist, gibt es für ihn eigentlich nur einen adäquaten Namen, nämlich Sasuke natürlich. Ich hätte ihn auch Vegeta nennen können, aber ich glaube, das passt eigentlich so am besten. Hätte ich das gewusst, hätte ich ihn vielleicht mein Team getan, weil komm, kick ass und so, aber ich habe jetzt schon ein Unlicht-Pokémon und ein Feuer-Pokémon, von daher. Und es ist dann noch das gleichen Typ und mein Starter. Die Ketten zu prüfen, wir geben sich große Mühe, okay. Ja, okay. Ja gut, dann sollte das ja soweit passen. So, und wer nicht zurück, wie kann ich jetzt nicht über das Thema reden, wo ich schon die ganze Zeit drüber reden möchte. Und zwar ist es sozusagen ein Follow-up zu etwas, was ich schon davor diskutiert hatte in einem
vorherigen, bei dieser Part 32 war es, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ging es da um Verwirrung und die Art und Weise, wie Verwirrung in dieser Generation dramatisch abgeschwächt wurde und auch über die Nutzung im CP. Dort wurde ich nämlich völlig korrekterweise darauf hingewiesen, dass es natürlich ein bestimmtes Moveset gibt, was Verwirrung enorm stark gemacht hat und es deswegen nicht völlig grundlos geschwächt wurde. Also das Set, um was es geht, ist ein Klavion-Set in der 6. Generation. Ich werde gleich sagen, warum das für meine Argumentation jetzt erstmal nicht ganz so wichtig ist, aber es ist auf jeden Fall richtig, deswegen danke an den Hinweis, dass ich das mit aufnehme. Okay. Mit dem Papros-Galopp kannst du selbst das unwegsamste Gelände durchqueren. Genau. Das ist übrigens das so, dass X und Y übernommen hat. Dazu kommen wir aber vielleicht zu der anderen Stelle noch, weil es gibt so ein paar Vorläufer davon aus X und Y und ich glaube, das ist einer der ersten Hinweise darauf. Aber gut, auf jeden Fall, und ich komme gerade mit den Knöpfen nicht ganz klar. Das Set, um das es geht, ist im Prinzip ein Klavier, welches Delegator beherrscht, Schmarotzer, Donnerwelle und eben Angeberei. So. Angeberei ist an sich tatsächlich eine Attacke, die gar nicht mal so schlecht ist. Das Ding ist, wenn man Angeberei einsetzt, steigt ja der Angriff des jeweiligen Gegners stark, der wird aber gleichzeitig verwirrt. So, das bedeutet natürlich, dass man, wenn man Pech hat, dann volle Breitseite eine abbekommt, vor allem wenn man das auf einen physischen Angreifer einsetzt und man ihm damit hilft. Oder aber man kann so dafür sorgen, dass der Gegner eventuell in eine bedrohliche Situation kommt, indem er sich eben selbst verletzt. Das bringt vor allem dann etwas, wenn man ein Pokémon hat, was sich enorm aufgebufft hat. Egal ob jetzt Verteidigung oder Angriff, dann kann man nämlich so den Spieler tatsächlich zu einem Wechsel zwingen, weil ein Angriff dann zu riskant sein könnte. So, das Ding ist aber, was jetzt natürlich dazu kommt, ist, dass man mit Klavier die Fähigkeit Strolch hat. Dadurch treffen eben Attacken wie Angeberei, Donnerwelle und Delegator alle mit einer erhöhten Priorität. Zudem hat man durch Delegator einen großen Schadensausgleich, sage ich mal. Wenn man nämlich Delegator einsetzt und dann Angeberei, dann kann man praktisch den Angriff, den erhöhten Angriff des Gegners mehr oder weniger ignorieren. Weil, egal mit wie viel Schaden er dann Klavion angreift, es wird höchstens den Delegator zerbrechen. Und so kann man dann in seinem Delegator warten, immer darauf spekulieren, dass man eine weitere Runde schafft, den Delegator wieder aufzubauen, was wahrscheinlich dann nicht funktionieren wird, dass man eben eine höhere Priorität hat. Und nebenher eben Angeberei einsetzen und dafür sorgen, dass sich der Gegner immer weiter verwirrt. Wenn man dann natürlich ein Item wie Überreste dazu gibt, wo man dann auch noch seine KP immer wieder auffallen kann. Und eben mit Schmarotzer den Angriff des Gegners auch noch verwenden kann als seinen eigenen Angriff, den man ja durch Angeberei gesteigert hat, dann ist das ein richtig böses Set. Und da man auch Donnerwelle dazu hat, was ebenfalls eine erhöhte Priorität hat, kann man dann auch ziemlich sicher mit Angeberei sofort angreifen. Und ich meine, interessanterweise wurde ja Donnerwelle, also Paralyse, auch geschwächt. Ich frage mich, ob das am gleichen Set Beispiel liegt, das weiß ich nicht. Aber klar, es ist ein extrem mächtiges Set, was Klavior zu einem extrem mächtigen Pokémon macht. Das möchte ich nicht ignorieren. So, mein Punkt ist jetzt aber, dass das Problem hierbei ist, dass das Statusproblem abgeschwächt wurde. Und das Statusproblem nun praktisch im Competitive kaum noch eine Bedeutung hat. Und das ist das Problem. Verwirrung an sich war komplett irrelevant. Niemand hat mit Verwirrung an sich gespielt, sondern Verwirrung war nur in Kombination mit Angeberei gut. Und selbst Angeberei, klar, wurde ab und zu eingesetzt, aber war nur wirklich tödlich in dieser Kombination mit Klavion. Das ist schon so, aber ich sag mal so, das betrifft ja jetzt nicht einzelne Verwirrungsattacken, wie zum Beispiel Konfusstrahl, ja? Niemand hatte Konfusstrahl in seinem Set, weil man dachte, hey, ist eine super Idee, den Gegner zu verwirren. Warum? Naja, man kann einfach austauschen und dann war's das. Klar könnte man das immer noch verwenden, um beispielsweise nachdem man sich gebufft hat, den Gegner sozusagen zum Wechsel zu zwingen. Aber in der Regel riskiert man das dann in dem Fall einfach, weil dadurch, dass der Angriff nicht erhöht wird, muss man auch nicht irgendwie fürchten, viel Schaden zu nehmen.
Und das hat sich, insgesamt ist es einfach ein Statusproblem, was es nicht wirklich bringt, genutzt zu werden. So, ich sag mal vielleicht ein Set, in dem es overpowered ist, aber ist es jetzt sinnvoll, das ganze Statusproblem abzuschwächen, so bis zu einem Punkt der Nicht-Existenz. Mit dem Instant-Scanner kannst du Pokémon ausspielen, die normalerweise gar nicht in der Alola-Region anzutreffen sind. Die aufgespielten Pokémon scheinen sich, je nachdem in welchem Wochentag oder auf welche Insel du den Scanner einsetzt. Ja genau, das machen wir dann an einer anderen Stelle, aber genau, und das ist im Prinzip der Punkt, den ich hier machen möchte. Man hätte dieses Statusproblem nicht abschwächen sollen, weil das Statusproblem außerhalb von Angeberei sowieso nie genutzt wurde. Das sieht so geil aus. Jetzt kann ich leider mit Megasauge nicht so viel abziehen, weil er jetzt Gestein-Elektro ist und nicht mehr Gestein-Boden. Leider, aber... Ja, Gestein-Elektro ist übrigens ein relativ cooler Typ, möchte ich hinzufügen. Aber genau, und deswegen... Ich meine, nehmen wir zum Beispiel mal an Läuterfeuer. Ja, Läuterfeuer mit Ho-Oh ist mega stark. Okay, Ho-Oh ist an sich schon über, deswegen hat sie diese Frage nicht gestellt. Aber das so Gefährliche bei Läuterfeuer ist diese 50%ige Chance auf Verbrennung. Denn mit Verbrennung geht nicht nur Schaden innerhalb einer Runde einher, oder innerhalb von jeder Runde einher, die man auch durch Auswechseln nicht beseitigen kann, sondern es geht auch noch eine Reduzierung von 50% des physischen Angriffs einher. Und Läuterfeuer ist zudem noch eine sehr, sehr starke Attacke, die auf hohes, starkem physischen Angriff aufbaut. Das bedeutet, es ist ein extrem tödliches Set. In Kombination mit der Attacke Drachenhude kannst du deinen Gegner vom Feld fegen. Du bist keine Trainerfude zu und kommst du mit zurück, wenn du mehr wissen willst. Okay, dann muss ich noch dran denken, zu dem Typen zurückzugehen. Aber jetzt muss ich mich erstmal hier um den Rest kümmern. Aber ja, man stellt es sich jetzt vor, man hätte nicht gesagt, okay, Ho-Oh ist zu stark, sperr mal Ho-Oh. Oder, okay, die Attacke ist zu stark, sperr mal die Attacke. Sondern, Verbrennung ist zu stark, reduzieren wir Verbrennung. Und dann wäre Verbrennung plötzlich, also keine Ahnung, wenn man dann den Fakt, dass der Angriff halbiert wird, rausgenommen hätte, hätte plötzlich niemand mehr auf Verbrennung spekuliert. Ich meine, man sieht sowieso schon Irrlicht nicht wirklich häufig eingesetzt, weil man eben nie wissen kann, ist es jetzt ein physischer Angreifer oder ist es ein Spezialangreifer. Das bringt nämlich dann ungleich weniger bei dem einen oder bei dem anderen. Aber das ist im Prinzip die Schlussfolgerung, die man daraus zieht, wenn man das Beispiel fortführt. Und da liegt, wie gesagt, mein großes Problem, weswegen man das nicht hätte tun dürfen. Wenn es ein Problem mit dem Set gibt, hätte man das Set abschwächen müssen. Keine Ahnung, Klavier Strolch nehmen, Angeberei vielleicht abschwächen. Also dass man bei Angeberei vielleicht nur noch maximal 2 Runden verwirrt ist. Dass der Angriff nicht mehr maximal gestärkt oder dass der Angriff nicht mehr sehr stark steigt, sondern nur noch normal steigt. Irgendwie sowas. Aber ich finde, hier hat man keine gute Lösung getroffen, muss ich wirklich sagen. Bei Paralyse habe ich gar kein so großes Problem. Aber man hat immer noch eine 50%ige Chance, nicht anzugreifen und eine 50%ige Reduzierung von Geschwindigkeit. Das ist schon ziemlich Overkill, muss ich sagen. Und von daher, das ist in Ordnung. Dagegen werde ich echt nichts sagen, aber hier ist man meiner Meinung nach einen Schritt zu weit gegangen. Und das ist der Grund, warum ich gesagt habe, es spielt im CP im Prinzip keine Rolle mehr. Weil es davor, außer von Angeberei, kaum eine Rolle gespielt hat. Und mit dieser Neuausrichtung es jetzt auch mit Angeberei nur sehr marginal eine Rolle spielt. Und deswegen, wäre man immer einen kurzen Moment gewesen, hätte man die Verwirrung ganz abgeschafft. Wäre es die eine Sache gewesen, ja. Aber jetzt hat man so ein Ding, was sowohl in-game niemand wirklich verwenden möchte, als auch im CP. Klar, man kann dieses Klavios dann immer noch einigermaßen spielen, aber außerhalb dessen ist der Nutzer wirklich sehr, sehr limitiert. Und jetzt wollte ich einfach nochmal klarstellen, dass das der Grund ist. Ich habe jetzt nicht dieses Set mit Absicht ignoriert, aber mein Punkt ist davon relativ unabhängig, weil es jetzt nicht von einzelnen Sets abhängt. Ich glaube, das Läuterfeuer-Beispiel ist dann relativ gutes. Ein anderes Ding, was... oder ein anderes gutes Beispiel ist auch die Volltrefferquote. Denn man hat immer wieder über Volltrefferquoten diskutiert. Und dabei gab es auch wohl Ideen, die Volltrefferquote ganz abzuschaffen, weswegen man dann stattdessen nur zu 50% Stärke übergegangen ist in der 6. Generation.
Aber Volltreffer wiederum ist ja ein Glücksfaktor, der im Spiel sozusagen inne liegt. Das ist ja jetzt, während dieses Klavion-Set ja ein Set ist, was man im Prinzip direkt spielen kann, was eine relativ hohe Siegeschance hat. Klar, man hat eine gewisse Glückschance wegen Verwirrung, aber jetzt auch nicht hundertprozentig. Und wenn ihr meine Meinung zu dem Volltreffer-Ding wissen wollt, ich bin nicht der Meinung, dass wir Glück komplett aus Pokémon streichen müssen. Es ist so ein bisschen wie bei Mario Party. Natürlich ein bisschen höher gegriffen, sage ich mal, aber es sollte trotzdem noch einen kleinen Glücksfaktor dabei geben, sodass nicht nur der bessere Mathematiker von beiden gewinnt, wenn ihr wisst, was ich meine, sondern dass auch durchaus die Möglichkeit für variable Ausgänge gibt. Es sollte nicht komplett glücksbasierend sein, wie gesagt, genauso wie Mario Party nicht komplett glücksbasierend sein sollte, aber ganz ohne auch nicht mehr wirklich Mario Party wäre. Und von daher bin ich schon der Meinung, dass so ein paar Sachen erhalten bleiben müssen, wie eben Volltreffer. Mit Volltreffer habe ich wenig Probleme, zumal man ja jetzt auch besser ein höheres Set oder seine Chancen praktisch Volltreffer auszuführen aufbauen kann. Wohingegen ich die entscheidenden Sachen wie Doppeldieb zu sperren wirklich nachvollziehen kann, weil es damit dann schon fast ein bisschen random wird, weil man eben keine Möglichkeit hat, den Gegner dann vom Feld zu fegen. Ja, dann müsste man schon, wie der mir vorhin gesagt hat, mit Drachenroute treffen, aber dann müsste Drachenroute halt eine Attacke wie Eroas sein, damit es immer trifft, und das ist es nicht, und da haben wir das Problem. Und in so einem Fall wären natürlich Sachen wie Brüller wahrscheinlich wesentlich häufiger eingesetzt. Also man kann schon verstehen, aber gleichzeitig, wie gesagt, dann wird das Spiel zu sehr in ein Glück oder zu sehr ins Glück reduziert. Deswegen bin ich der Meinung, dass gerade Volltreffer oder der variable Schadenssatz, den man erleidet ja nicht immer den exakt gleichen Schaden, dass das sogar Sachen sind, die ruhig in Pokémon bleiben können, weil das macht es ja doch ein bisschen aus. Wie gesagt, ich weiß, es gibt andere RPGs, die funktionieren anders, damit habe ich auch kein Problem, aber ja, ich finde, Pokémon sollte nicht nur Mathematik sein. Größtenteils, aber nicht nur. Und das ist im Prinzip der Punkt, den ich dazu habe. So, dieses Porygon zu besiegen, ist jetzt gerade einer der interessanteren Aufgaben in diesem Part. Ich glaube, ich habe eine einigermaßen gute Taktik gefunden, um ihn erstmal mit einzuschläfen und dann mit Sandgrab langsam seine KP abzuziehen, die bei Normal-Pokémon standardgemäß relativ hoch sind, und ihn dann nach und nach mit Megasauger sein Leben zu beseitigen. Was? Okay, wisst ihr was? Ich wechsle, weil ich habe nur noch einen Megasauger und das hat definitiv keinen Wert mehr. Genau, komm du rein, mach eine Kampfattacke und dann hat sich das erledigt. Aber immerhin schön, dass man Pokémon wie Porygon auch einfach so in der Wildnis sieht. Es ist immer merkwürdig, dass es so ein paar bestimmte Pokémon gab, die man, also nicht in der Wildnis, aber vor dem Trainer halt, die man kaum wirklich gesehen hat. Klar, bei Porygon, was jetzt die Wildnis angeht, also sorry für den Verspeicher, kann ich das schon nachvollziehen, weil es ist ein von Menschen hergestelltes Pokémon, aber das gerade ein von Menschen hergestelltes Pokémon, das viel mehr Menschen benutzt haben, wird mich schon, seit es existiert, also seit Rot-Blau-Gelb, sehr irritiert. Und von daher, und ich meine, es hat ja immer wieder auch Entwicklungen dazu bekommen, daher hatte ich schon gedacht, dass er irgendwann noch seine Zeit bekommen wird. Und von daher bin ich jetzt eigentlich ganz zufrieden. Soweit. Okay. Und jetzt habe ich Magneton. Da habe ich jetzt natürlich eine schöne vierfache Stärke hiergegen. Also, los! Vierfache Stärke! Da werde ich doch hoffen, die endlich mal signifikanten Schaden verursachen können. Wenn es schon Stab und, wie gesagt, vierfache Stärke ist. Komm. Was? Das ist erbärmlich. Du hast bisher viele erbärmliche Sachen gebracht, aber das ist das erbärmlichste von allen. Und ja, ich weiß, du, es ist nicht ein starker Angriff. Ich weiß, meine Ziele sind eine gute physische Verteidigung. Ich weiß, es ist eine schwache Attacke. Aber Bro, das ist nicht zu entschuldigen. So, der Schaden sah schon ein bisschen passender aus. Ja, damit kann ich jetzt schon mehr leben, aber das hatte schon inakzeptable Züge. So gut, ich glaube, ich habe jetzt die Route hier größtenteils fertig erkundet. Ja, ich kenne Professor Kukui.
Oh ja. Ja, er ist ein merkwürdiger Mensch. Ich glaube, da sind wir uns einig. Gut, okay. Dann, wenn hier sonst nichts weiter zu sein scheint, würde ich den Part langsam beenden. Und wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Das scheint hier ja mittlerweile Standard zu werden. Wenn euch dieser Part gefallen, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr mich abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst. Wenn ihr mir auf meinen Social-Media-Kanälen folgt. Und wenn ihr ein bisschen was übrig habt, mich auf Patreon unterstützt. Ja, den Dialog mache ich dann nächstes Mal, weil das gönne ich ihm nicht. Erneut. High Five und bis zum nächsten Mal, meine Freunde.